Hallo, ich bin Wolfram und ich stelle euch heute Mürmes vor. Und um es vorwegzunehmen, für mich ist Mürmes eines der besten Spiele des 2012er Herbstes und ja, hat auch nach etlichen Partien noch nichts von seinem Spielreiz verloren. Mürmes entführt zwei bis vier Spieler in die Welt der Ameisen. Im Ameisenkönigreich Mürmes soll der ewige Kampf um die Vorherrschaft entschieden werden. Dafür benötigt ihr Arbeiter, Soldaten und vor allen Dingen Ammen. Denn ohne Ammen läuft bei Mürmes so gut wie nicht. Zu Beginn einer Runde setzt ihr eure Ammen an verschiedenen Positionen in eurer Ameisenkolonie ein und dadurch gelangt ihr zu neuen Arbeitern, Soldaten. Ihr könnt hier im Atelier eure Kolonie vergrößern oder Aufgaben erfüllen. Ihr könnt an die Oberfläche gehen, um hier Beuteplättchen zu jagen oder Pheromonplättchen auslegen. Vor allem aber müsst ihr an Nahrung denken, denn wer seine Kolonie nicht ernähren kann, der verliert wertvolle Siegpunkte. Das alles muss gut geplant sein, denn Ammen sind rar und die Mitspieler haben natürlich das gleiche Ziel: am Ende die meisten Punkte erzielen. Ich finde, Mürmes ist ein Fest für Taktiker und Strategen. Das Spiel ist gut strukturiert und trotzdem läuft man Gefahr, sich in den einzelnen Aktionen zu verzetteln. Da ist gutes Planen und das Optimieren der eigenen Aktionen gefragt. Ich selber habe nach jedem Spiel immer ja neue Ideen, was ich in einer weiteren Partie besser und vor allen Dingen ja auch anders machen kann. Ja, ich hoffe, Mürmes fasziniert euch genauso wie mich und ja, wünsche euch viel Spaß beim Spielen.